ein Jedi-Meister, der vom Planeten Kifu stammte. Aufgrund seiner Machtfähigkeit Psychometrie wurde er häufig auf Missionen in die kriminelle Unterwelt entsandt, wo er sich als fähiger Jedi erwies. Zu Beginn der Klonkriege verlor Quinlan jedoch seinen ehemaligen Meister Tolm in einer Schlacht, was ihn sehr schmerzte. Kurz darauf wurde er mit Obi-Wan entsandt, um den Verbrecher Zero nach dem Ausbruch aus einem Gefängnis auf Nal Hutta festzunehmen. Die beiden Jedi fanden jedoch nur die Leiche des Hutten neben dem Grab seines Vaters. Im Jahr 19 vor der Schlacht um Yavin wurde damit beauftragt, mit Hilfe der ehemaligen Sith-Attentäterin Asai Ventress den Sith-Count Dooku zu töten. Dies gelang den beiden jedoch nicht und Voss wurde von Dooku gefangen genommen und zur dunklen Seite der Macht bekehrt. Durch seine Liebe zu Ventress fand Voss jedoch auf dem Pfad der hellen Seite zurück. Als das Duo erneut versuchte, Dooku zu töten, opferte sie sich Ventress für Quinlan, indem sie sich vor ihn warf, als der Sith ihn mit den Machtblitzen töten wollte. Nach einigen Prüfungen wurde Quinlan wieder in den Jedi-Orden aufgenommen und als General nach Kashyyyk entsandt.